Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Direkt mal zu Beginn eine erfreuliche, ja doch eine erfreuliche Nachricht. Das Todesmal wurde mit dem letzten Hotfix entfernt. Bedeutet, das Todesmal wurde jetzt komplett erstmal rausgenommen. Es wurde noch nicht gefixt, so dass es vernünftig funktioniert, sondern erstmal komplett abgestellt. Das bedeutet, weder erhaltet ihr ein Todesmal, noch wird ein Todesmal entfernt. Das ist auf jeden Fall schon mal Good News. Ich weiß, dass einige von euch sogar aufgehört haben zu spielen, weil das Todesmal so extrem genervt hat, was ich wirklich nachvollziehen kann. Aber Todesmal ist jetzt erstmal weg und wird auch erst wieder implementiert, wenn Ubisoft da eine Lösung gefunden hat. Aber jetzt kommen wir zum Video. Irgendwie vergeht kein Tag, wo wir nicht einen neuen Trick finden, um Silber zu machen. Wir sind uns aktuell nicht sicher, ob das so gewollt ist im Spiel oder ob das ein Fehler ist. Aber wenn ihr in den Versorgungswegen die Mission annehmt, wo ihr Zuckerrohr oder Wacholderbeeren oder was auch immer abholen könnt, bei so einem Versorgungsauftrag umherstreifend, den nehmen wir gerade mal an, und dann dorthin reist, dann können wir etwas Bestimmtes tun, was ich jetzt noch nicht spoilere, sondern ich zeige euch das gleich. Ich glaube, ich hatte im Video vorgestern noch gesagt, dass ich diese Aufgaben eigentlich nicht gut finde. Eigentlich witzig, da ich jetzt 2 Tage später diese Aufgaben eigentlich extrem gut finde. Jedenfalls fahren wir zu diesen Schiffen hin und normalerweise würde man eins von den 5 Schiffen, was dort auf dem Wasser steht, ansprechen und den Handel durchführen. Da fahre ich jetzt auch mal eben hin und suche das Schiff, womit wir theoretisch handeln können, um euch das zu zeigen. So, ich bin angekommen. Hier ist zum Beispiel ein Schiff, mit dem kann ich interagieren. Und normalerweise würde man jetzt für 1200 Silber 96 Zuckerrohr kaufen. Hier in der Aufgabe. Aber wenn wir anstatt das Ding zu kaufen, eins von diesen Schiffen, es ist egal welches, abschießen, ich nehme jetzt einfach mal den hier, weil der ist in Mörserreichweite, und den versenken. Zack. Und zack. Oh, nicht getroffen. Und zack. Dann ist die Aufgabe abgeschlossen. Ich krieg meine 96 Zuckerrohr und meine 96 Mohn. Und ich kann den plündern. Da seht ihr es leider erst. Ich habe 276 und 276 Mohn und Zuckerrohr bekommen. Obwohl die Aufgabe ja hieß 96. Wenn ihr das Ganze mit dem Buch auch noch erhöht, könnt ihr das sogar über 300 bekommen. Und wir sind uns aktuell nicht sicher, ob das so gewollt ist oder ob das ein Fehler ist. Es gibt die Theorie, dass es ein Fehler ist wegen dem Todesmal, was jetzt ausgeschaltet wurde. Weil normalerweise wäre es jetzt so, wenn ihr die angreift, würdet ihr ein Todesmal bekommen und das würde auch erstmal nicht verschwinden. Aber da das Todesmal ausgestellt ist. Ja, also wir wissen aktuell nicht, ob es so weiter im Spiel bleiben wird oder nicht. Ihr könnt das aktuell machen und abusen. Ich denke nicht, dass das verwerflich ist, weil es ja im Spiel ist und ja, keine Ahnung. Aber so kriegt ihr einfach, wie lange hat es jetzt gedauert? Das Video geht 4 Minuten. So kriegt ihr innerhalb von kürzester Zeit unfassbar viel Silber. 296 oder was das war, mal 2 sind mal eben 60.000 Silber. Innerhalb von 2, 3 Minuten. Und das Ding könnt ihr mehrmals am Tag machen. Die Quests resetten nach ein paar Stunden wieder. Bedeutet, wenn ihr jetzt wieder nach St. Ann zurückgeht, dann könntet ihr bei den Versorgungswegen in ein paar Stunden wieder diese Aufgabe machen und das Schiff wieder abschießen und so wieder 50, 60.000 Silber bekommen. Ohne dass ihr irgendwas tun müsst. Also wieder ein extrem krasser Money-Glitch, der kein Glitch ist. So, ich werde jetzt hier auch in der Brennerei direkt mal das Zuckerrohr reinpacken, weil das muss ich ja in Rum verwandeln, um den dann zu verkaufen. Ich hoffe, das Video hilft euch nochmal mehr Silber zu generieren, ohne extrem viel Zeit reinstecken zu müssen. Also für mich ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg, um in kürzester Zeit nochmal extrem viel Silber zu bekommen. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich weiß, viele von euch haben sehr viel Silberprobleme, um die Manufakturen am Laufen zu halten. Ich würde mich wie immer über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.